Sie sehen aus wie Schneebälle auf vier Pfoten. Hätten sie keine schwarze Nase und dunkle Knopfaugen, würde man die sechs kleinen Samojeden, die hier durch den Garten von Familie Ma in Neustadt an der Aisch toben, im Schnee gar nicht sehen. Kommt mal schnell alle zu mir. Hey, ihr Fein. Mein Gott, seid ihr süß. Da möchte ja glatt Knut zu dir sagen. Aua! Finden Sie nicht, liebe Zuschauer, dass die Samojedenwelpen hier aussehen wie kleine Eisbären? Und das ist sogar ziemlich passend, denn ursprünglich stammt diese Rasse aus dem ewigen Eis Sibiriens. Sie gehören zu den nordischen Hunden und als Schlittenhunde haben sie sogar Geschichte geschrieben. Mit Samojedengespannen erforschte der Norweger Roald Amundsen Anfang des 20. Jahrhunderts Arktis und Antarktis. Dank der Ausdauer und Kraft dieser Hunde gewann er 1911 den Wettlauf um die Eroberung des Südpols. Der erste Hund am Südpol war also ein Samojede. Wenn man sich die alten Bilder so ansieht, da sind ja gar keine rein weißen Hunde zu sehen, aber heutzutage sieht man ja fast nur noch weiße. Wie kommt das? Ja, früher gab es auch schwarze, braune, gefleckte Samojeden. Und man hat aber Ende des 19. Jahrhunderts auf diese Farben verzichtet und auf rein weiß gesetzt. Und es sind jetzt heute noch rein weiße Hunde oder mit biskuitfarbenen Abzeichen in der Zucht. Samojeden gelten als eine der ältesten und ursprünglichsten Hunderassen. Sie waren die verlässlichen Gefährten der sibirischen Nomaden, hüteten ihre Rentierherden, zogen Lasten und wärmten sie in kalten Polarnächten. Für das Volk der Samojeden waren diese Hunde übrigens ihr wertvollster Besitz. Und man erzählt sich sogar, dass sich der ein oder andere Nomade eher von seiner Frau getrennt hätte, als von einem seiner Hunde. Aber ich bin sicher, es war auch die ein oder andere Frau dabei, die eher den Mann abgegeben hätte als den Hund. Auch Familie Mare kann sich ein Leben ohne Samojeden nicht mehr vorstellen. In ihrem Haus leben derzeit 11 erwachsene Hunde und diese 6 Welpen, die jetzt 12 Wochen alt sind. Die Mars züchten seit 10 Jahren und sind aktiv im Club für nordische Hunde. Der Samojede ist unglaublich menschenbezogen. Ein freundlicher, aufgeschlossener Hund ohne jegliche Aggression. Der Samojede wird ja auch genannt der Hund mit dem Lächeln oder der lächelnde Hund. Und dieses Lächeln wird der Samojede auf jeden Fall verlieren, wenn er im Zwinger gehalten wird. Dagegen wird das Lächeln der Samojeden fast schon zu einem breiten Grinsen, wenn sie vor einen Schlitten gespannt werden. Die vierbeinigen Schneemänner sind zwar nicht so schnell wie Huskies oder so groß und kräftig wie Malamuts, aber dafür sind sie umso ausdauernder. Einfach so auf dem Pferd unterwegs. Ist das ein super Gespann? Mit denen würde ich auch den Südpol erobern. Wie ist es denn jetzt eigentlich? Muss man denn, wenn man einen Samojeden artgerecht beschäftigen will, am besten auch im Schlittenhundesport aktiv sein? Nein, das ist absolut nicht nötig. Der Samojede braucht nicht mehr Auslauf als jeder andere normale Hund auch. Nur wir machen es einfach für die gemeinsame sportliche Betätigung mit dem Hund. Was haben Sie denn für Tipps? Wie beschäftigt man die denn dann am besten? Am besten sind geistige Spielchen wie auch Agility. Das fordert den Samojeden richtig, da er sehr intelligent ist. Von allen nordischen Hunderassen gehen die Samojeden die engste Bindung zum Menschen ein. Beim ausgiebigen Kuscheln wird einem ganz schnell warm. Und das nicht nur ums Herz. Das dichte Fell ist wie ein Luftpolster, das im Winter wärmt und im Sommer kühlt. Wie sieht es eigentlich mit der Fellpflege aus? Also Bürsten und auch wenn die da mal so ganz schlammig sind? Ah, die Fellpflege wird überschätzt. Wenn der Hund ganz schlammig ist, bis zum Bauch im Schlamm war, dann wird er einfach ein bisschen abgetrocknet, schläft eine Stunde und dann ist der Sand trocken, fällt ab und wir können ihn problemlos zusammenkehren. Und der Hund ist wieder sauber. Ein sich selbst reinigender Hund, wie praktisch. Ursula Ma bürstet ihre Lieblinge zweimal die Woche. Das doppelte Haarkleid besteht aus der weichen Unterwolle und dem harten Deckhaar. Wir baden die Hunde vor Ausstellungen, selbstverständlich, denn das ist eine Show. Und danach sind sie wieder Hunde.
Ein ganz besonderes Exemplar aus der Zucht der Familie Mahr ist der Rüde Indi. Er ist der einzige Samoyede Deutschlands, der als Blindenhund arbeitet und sein sehbehindertes Frauchen Gisela Friedrich souverän und sicher durch die Stadt führt. Und das ist außergewöhnlich, denn wie alle nordischen Hunde gelten auch Samoyeden als schwer erziehbar. Strikter Gehorsam ist eigentlich nicht ihr Ding. Doch Indi ist die berühmte Ausnahme von der Regel. Ja, Mensch, Indi, dich streichel ich jetzt mal nicht. Ist ja im Dienst. Frau Friedrich, warum haben Sie sich dann eigentlich ausgerechnet für einen Samoyeden entschieden? Das kann man doch eigentlich auch leichter haben, oder? Ja, aber die Samoyeden sind die schönsten Hunde. Und in diese weißen Wuschel habe ich mich verliebt. Und dann muss es eben auch ein Samoyede als Blindenführhund sein. Und wie klappt das so im Alltag? Man sagt den nordischen Hunden ja schon nach, dass sie auch immer so ein bisschen Unabhängigkeit sich bewahren und auch mal ihren eigenen Kopf haben. Das klappt ganz gut. Der Indi ist lange ausgebildet worden. Der war ein Dreivierteljahr in einer Hundeschule. Es war ein bisschen schwierig, jemanden zu finden, der einen Samoyeden als Blindenführhund ausbildet. Er ist schließlich der einzigste in Deutschland. Na, ob ihr beide auch mal so verlässliche Begleiter werdet? Hm? Hallo Indi. Ja, liebe Zuschauer, auf jeden Fall braucht man für die Erziehung eines Samoyeden viel liebevolle Konsequenz und auch recht viel Geduld. Und wenn Sie sich jetzt auch für diese kuscheligen Wärmflaschen interessieren, dann besuchen Sie uns da einfach im Internet unter www.vox.de. Das sind meine Haare.